Moin Leute, heute habe ich für euch Teil 2 der größten Tiere der Welt. Viel Spaß! Der Kalong gilt gemeinsam mit dem Goldkronenflughund als größte Fledermausart der Welt. Mit einer Flügelspannweite von bis zu 1,70 Meter und einem Gewicht von bis zu 1,2 Kilogramm schlafen sie meist an Bäumen hängend. Dabei bilden sie große Kolonien, die früher sogar um die 100.000 Tiere umfassten. Abends begeben sich diese nachtaktiven Kreaturen auf Nahrungssuche und legen dabei Strecken von bis zu 50 Kilometern zurück. Das in Südamerika lebende Wasserschwein stammt aus der Familie der Meerschweinchen und ist das größte heute lebende Nagetier. Es erreicht eine Länge von bis zu 1,34 Meter bei einer Schulterhöhe von bis zu 62 cm und einem Maximalgewicht von 91 kg. Der Herkuleskäfer erreicht eine Körperlänge von bis zu 17 cm und eine Flügelspannweite von 22 cm. Die Kopfhörner dienen ihm beim Kampf ums Weibchen als Waffen. Er stammt aus Süd- und Mittelamerika und gehört gemeinsam mit dem Riesenbockkäfer, über den allerdings nur wenig bekannt ist, zur größten Käferart der Welt. Der vom Aussterben bedrohte Mekong-Riesenwels ist einer der größten Süßwasserfische der Welt. Er kann beeindruckende 3 Meter Körperlänge und ein Gewicht von 300 Kilogramm erreichen. Ein ausgewachsenes Weibchen kann übrigens bis zu 2 Millionen Eier legen. Die japanische Riesenkrabbe stammt aus dem Pazifik, wo sie in 300 bis 400 Metern Tiefe verweilt. Sie wiegt bis zu 13,6 Kilogramm und ihr Körper hat einen Durchmesser von ca. 37 cm, während die ausgestreckten Beine bis zu 3,7 Meter Durchmesser erreichen. Ganz nebenbei gilt sie noch als absolute Delikatesse. Die meisten Schnurwurmarten werden nur einige Millimeter bis wenige Zentimeter groß. Die lange Nematine kann allerdings bis zu 30 Meter lang werden. Und auch von 35 Meter langen Schnurwürmern wurde schon berichtet, womit sie sogar länger als der größte jemals vermessene Blauwal wäre. Das Normalgewicht eines deutschen Riesen liegt bei über 7 Kilogramm. Das Maximalgewicht des Zuchtverbands wurde sogar auf 11,8 Kilogramm festgelegt. Dieses Riesenkaninchen steht nicht nur hierzulande bei vielen Menschen auf dem Speiseplan. Die Riesenweter ist die größte Heuschreckenart und gleichzeitig das schwerste Insekt der Welt. Bei 10 cm Körperlänge wiegt sie bis zu 70 Gramm. Ein Käfer in dieser Größe würde gerade mal 5 Gramm wiegen. Bei ihrem Gewicht kann sie weder fliegen noch hüpfen. Sie kann so laut zirpen, dass sie damit ihre Feinde in die Flucht schlägt. Die Riesenweter existiert übrigens bereits seit 190 Millionen Jahren. Die Nomura-Qualle erreicht einen Durchmesser von bis zu 2 Metern bei einem Gewicht von bis zu 200 Kilogramm. Ihre Tentakel können sogar 5 Meter lang werden. Sie kommt hauptsächlich in Gewässern zwischen China und Japan vor. Forscher vermuten, dass die Anzahl der Riesenquallen immer dramatischer steigt. Bereits 2009 ging man von einer Population von 20 Milliarden Tieren aus. Der Palmendieb ist das größte an Land lebende Krebstier der Welt. Er wird bis zu 40 cm lang und 4 Kilogramm schwer. Seinen Namen hat er erhalten, weil er auf Palmen klettert, dort Kokosnüsse erntet und diese an Land mit seinen massiven Scheren öffnet. Der Palmdieb kann übrigens bis zu 28 Kilogramm tragen und seine linke Schere ist doppelt so groß wie die rechte. So, das war's. Im Hintergrund laufen noch 30 der Leute, die unser letztes Video geteilt haben. Und auch heute gilt, wer teilt, der geilt. Also, bis zum nächsten Mal.